Wäre sehr schlecht für Washington und für mich. Pandemonie. Oh, Washington hat rechtzeitig geschafft. Did you get time to search a room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. Go back. It's too late now. Kann ich sie besuchen? Gibt hier bestimmt dann noch eine Treppe, richtig? Ja. Mal gucken, ob wir sie jetzt besuchen können. Hoppla, da ist mir was runtergefallen. Was können wir denn über sie lesen? Elizabeth Adams ist die Tochter von John Adams, dem Vizepräsidenten der USA. Elizabeth wurde bereits nach ihrer Geburt von ihren Eltern abgelehnt und offiziell als Totgeburt abgestuft. Super, das wünscht man sich. Sie wuchs isoliert auf und entwickelte sich zu einer labilen Jungfrau mit einer bipolaren Störung, kann ich verstehen. Die stark unter schrecklichen Angstzuständen litt. Ihre tiefsten Geheimnisse zerrten sie von innen auf. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche konnte sie nicht geheilt werden und verfiel immer mehr in den Wahnsinn. Als nächstes kommt ihr Tod. Betten? John Adams, seines Zeichens erfreut mit Sir Gregory Home und Lord Mortimer schickte seine Tochter schließlich zu Lord Mortimer in die Hoffnung, dass er ihr zu helfen vermochte. Ohne große Zuversicht hält sich Elizabeth nun seit kurzem auf dem Anwesen auf. Peru Jacques. Jacques Peru ist einer der Gründer des Revolutionstribunals in Paris. Während der Terrorschaft entwickelte er sich schnell zu einer der fragwürdigsten Personen in Paris. Er nahm am Sturm auf die Bastille teil und war auch tatkräftig in der Verhaftung von Ludwig dem 16. beteiligt, dem damals amtierenden König Frankreichs. So weit gehen wir jetzt schon zurück. Er gehört zu den Gründern des Revolutionstribunals. Ist er nun ein Mann des Gesetzes oder ein Folterknecht? Niemand traut sich darauf zu antworten. Dafür hat dieser Richter zu viele Verhandlungen geführt, in denen er Widersacher und Verräter der Revolution auf die Guillotine schickte. Sein Lieblingsrechtsort anscheinend. Peru unterbricht seine revolutionären Aktivitäten, wenn Lord Mortimer sein Förderer ihn zu seinen gesellschaftlichen Treffen einlädt. Sir Gregory Home, Baron von Nottingham, ist ein äußerst einflussreicher britischer Adelsmann. Als überzeugter Royalist widmete er seine Karriere dem Aufbau des Einflusses des Vereinigten Königreichs auf der ganzen Welt. Von der florierenden East India Company bis zu den spanischen Handelsposten in Amerika, die wichtigsten Entscheidungen der größten Wirtschaftsmacht der Welt tragen seine Handschrift. In England selbst trieb er den Anbau der Inlandsschulden voran und widmete sich als rigoroser Vertreter von Familienwerten auch der Arbeitsklasse, indem er Armenschulen aufbaute und jedem Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die laut ihm die künftigen Triebfedern der nächsten industriellen Revolution sein würden. Wenigstens gab er den Armen auch die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Entschuldigung. Sir Gregory Home ist ein gewiefter Kontaktknüpfer und freut sich immer über die Gesellschaftstreffen, die sein alter Freund Lord Mortimer veranstaltet.
Napoleon, ich wusste es doch. Napoleon Bonaparte ist ein junger Leutnant der französischen Armee. Ach, damals war er noch Leutnant, okay. In früher Jugend musste er bereits eine korsische Heimat verlassen und kultivierte eine wachsende Abneigung gegen den Adel, den Klerus und das französische Volk, die ihn seiner Ansicht nach nicht wirklich akzeptiert. Er schloss sich der französischen Armee an, um sich zu beweisen, sich einen Namen zu machen und in der Geschichte eingehen zu können. Auf der Suche nach jedweder Art von Finanzierung gewann er die Sympathien und die Unterstützung von Lord Mortimer. Dessen Einladung zum Empfang auf die Insel nahm er gerne an und er möchte der ganzen Welt seine Wichtigkeit beweisen. Mhm. Alle Diener von Lord Mortimer tragen eine Maske. Das ist ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen der Gäste untereinander, aber niemand kennt den wirklichen Grund für diese Maskenpflicht. Wahrscheinlich hält dieser Lord Mortimer sie alle hässlich. George Washington gehört zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika und war ihr erster Präsident. Washingtons Leben verlief zwischen militärischen Ehren und politischen Erfolg. Sarah de Richelle, unsere Mutter, führte ihn in die höheren Kreise einer einflussreichen französischen Geheimgesellschaft ein, den Goldenen Orden. Später übernahm er den Vorsitz der amerikanischen Abteilung. Der Politik überdrüssig wollte er sich auf seinen Anwesen in Virginia zurückziehen, aber da hatte er die Rechnung ohne Lord Mortimer gemacht. Dieser ermutigte ihn zum Weitermachen, sodass Washington ein zweites Mal kandidierte und auch gewann. Washington, den Lord Mortimer auf seine Insel eingeladen hat, sieht es vor, an solchen gesellschaftlichen Treffen inkognito teilzunehmen. Kann ich auch mir vorstellen, warum. Und sie hatten ja. Not the right way. Arsch. Wer ist jetzt? Sir Jacques Peru? Den gehe ich nicht rein. Ich möchte eher nach Elisabeth. Monsieur Napoleon Bonaparte. Bonaparte ist mir auch egal. Das war Insta. Duke Manuel Godoy. Der ist mir auch egal. Obwohl, das ist der unbekannte Name. Gehen wir mal nicht rein. Das ist unser Zimmer. Your Eminence, what are you doing here? Das ist die große Frage. I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Problem gelöst, auch wenn es nicht der Fall ist. Anymore, I had to step in, but everything's under control. Das glaube ich nicht. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Ich habe nicht. Er will nicht. Nein, scheiße. Er wird sehen, dass wir das Siegel gebrochen haben. Fuck. Here it is. You opened it. Don't worry about that, Your Eminence. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give your mother this letter myself. Geben Sie mir doch wieder. Geben Sie mir noch mal eine Chance. Ich hätte ihn nie öffnen sollen. Fuck. Straying from your objective. Ins Bett zu gehen, oder was?
you're straying from your objective. Ihr Lieder ist weg. Ich will dabei nicht. Es muss geklärt werden. Es schlaf egal. I'm exhausted. I better go to bed. Das wird so abgrund. Mother stayed here right before me. Schlecht laufen bei uns. And Mortimer had better show up. Nettes Bild und das Schlafbereich. Scheiße. Das Licht ist mal nicht so gut. Hier wieder. Okay, Oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ja, okay, dann muss ich dabei belassen. Oh, das wird so in einem Desaster enden. Der Docht steht wie eine Eins. Vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Also ihr wusstet, dass du als nächstes kommst. Sehen wir. Tut mir leid. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. Unsichtbare Tinte. It smells like lemon. Ja. That's odd. Unsichtbare Tinte. I haven't even had time to unpack my cases. Inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Soll ich das Bett machen? Das Kissen liegt also merkwürdig. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of arrogance. The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio represented St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Kann sogar auf den Balkon, cool. Das steht im Namen, mir wollte ich jetzt zum Beispiel gelassen haben. Kamelentee-Geist. Kamelitengeist. Kamelitengeist, wärst du in deinen Zustand fokussiert, die nächste Fertigkeit eines kostet dich nichts, du kannst nicht mehr als sonst bei dir tragen.
Kann mit dem Tee greifen. Ja. So, jetzt nur zurück zu meinem Zimmer. Wenn wir aber weiter rausgehen. Ach, die Flasche. Und dort landen wir wo? Dann geh rein. Dann geh doch rein, du Arsch. Da hängt jetzt doch was im Busch. Zitronen. Ach Mensch. Ja, wer könnte das wohl gewesen sein? She was always going on about the surprising properties of lemons. Das hätte ich dir auch so sagen können. So, das dürfte reichen. Mein Zimmer? Nein, ich möchte das nicht knacken. St. Francis of Assisi in Ecstasy. Hm, nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Echt? Ich hätte lieber Tee. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Probieren wir unser Glück. What's this? There's a note. Effects of Serre de Richer. To be given to her son, Louis. I should probably take it. It's on me. All right. I've retrieved everything. Wo finden wir jetzt das Briefchen? Abandon hope, all ye who enter here. A priest's robe, crosses, must be Piaggi's room. Ah. Gut, dass das keine andere Möglichkeit, wir müssen normal. Na. Da. Look, verlassen. Markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Scheint auch so. This bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A voyage around the world. The travel log of the explorer, Louis-Antoine de Bougainville. One of mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, mother? Wahrscheinlich. Found
Körper sichtbar. Undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Noch weiter umgucken? Think. Aber wir haben uns doch schon umgeguckt. Let's recap. My mother was in this room. Ja. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. The quill has been used, but nein, mit Zitrone. Das haben wir festgestellt. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. Ja, das hätte ich doch so sein können. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Unter über eine Kerze halten. Das kennt doch jeder. The message is illegible. I have to keep searching.